Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier bei Kettle und Kotz. Ja, ich fahre jetzt wieder zum Händler mit einem neuen Anhänger. Das ist ein bisschen größer und naja, gut, ne? Ein bisschen billiger. Mal schauen. Das ist Geld jetzt, also wird reichen, also wird, wenn wir noch einen zweiten Anhänger kaufen können, damit wir zwei fahren können. Entschuldigung. Um uns die ganze Fahrerei zu sparen. Beziehungsweise bei der Ernte ist ganz wichtig, da das der Hauptgrund mehr oder weniger, dass wir da, oder ich, wir hin und her fahren, die Zeit einsparen, ne? Die Sache mit dem Flotter von der Hand, kann man sagen. Ne? Wir haben hier einen Drescher. Statt nur einmal, einhalb, dann dreimal voll machen können. Ne? Dann 19.000 gehen rein. Das wäre insgesamt, ich glaube 28.000. Hoffentlich ist richtig. Und das wäre doch fast dreimal Ladung hier im Drescher. Der hat 10.000. Und da wäre die Ernte etwas flotter von der Hand gehen. Aber auch, wir müssen auch weniger fahren. Ne? Beim Verkaufen wird sich auch bemerkbar machen. Zeitmäßig. Wo Verkauf ist das Problem weniger, eher bei der Ernte, dass da genügend Zeit bleibt, um noch. Halt auch dreschen müssen, ne? Mit irgendwann die Mietgebühren, ne? Auch entsprechend. Naja, viel sparen wir da nicht ein, aber wie gesagt, das macht sich das etwas angenehmer zu fahren. 19.000, 20.000, 38. Jo, Denkfehler. Wir kriegen fast 4 Ladungen rein, ne? Jo, nee. Fällt mir gerade so ein, also ich habe meinen Kopf ein bisschen gegrübelt mit Kickstop richtig. Ja, 10.000 verrechnet. Oh. Zehntausend ist viel. Aber gut. Naja, 4 Ladungen vom Drescher rein. Praktisch gesehen, fast, ne? Das wäre eigentlich 2 Felder, grob gerechnet. So. Mal gucken, wie er auskippt. Wahnsinn! Der eine Reifen so. Oh, sind reich, wir sind reich. Immer reich 1000. Oh, wir sind reich. Ja, Plan habe ich noch gehabt. Wahrscheinlich beide Traktoren verkaufen und dafür den Deutz. Muss ich aber erst schauen. Rein rechnerisch. Was würden die einbringen, ne? Beim Anhänger habe ich ungefähr 8000 Verlust gemacht. Und der kostet 150.000. Und die Kosten einmal 25. Und ja, wir werden da Verluste machen, ne? Sagen wir grob gerechnet 18.000 oder 15.000 und 30.000. Wir würden also 45.000 bekommen. Dann müssten wir das reicht nicht. Das Geld reicht nicht. Oben war der gefahren. Das wird nicht reichen. Die Rechnung geht nicht auf. Gut, verkehrt eine gefahren, ne? Gut, dass hier keiner guckt. Keiner entgegenkommt.
In dem Ende nicht. Ja, man kann Anhänger kaufen, muss man probieren, ne? Ich verkaufe mal das Getreide, dann können wir Anhänger noch kaufen zur Not. Der Anhänger wäre 24.000. An sich wäre mir ein Feld lieber gewesen, ne? Also ein Feld ist mir eigentlich auch wichtig, weil das eine Feld würde uns ungefähr 10.000 mehr einbringen im Schnitt. Vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger, je nach Größe. Eher ein bisschen weniger, denke ich mal, aber trotzdem, die Einnahmen sind dann da, ne? Muss ich überlegen. Ich glaube, ein Feld ist glaube ich wichtiger. Aber Feld müssen wir nicht gleich kaufen, dann haben wir ein bisschen Zeit. Weil jetzt nächste Aussaat frühestens im Oktober, November. Insgesamt hoffe ich auf Raps. Raps findet man ganz gut und man muss weniger fahren. Weil die Erträge bei Raps ja kleiner sind, von der Menge her. Und der Preis für Raps eigentlich ein bisschen höher ist. Und weiß ich nicht, wie hoch das hier eingestuft wird. Getreide kostet, also Roggen kostet 600 noch was. Wird Raps zwar auch um die 1000 kosten. Ich könnte auch was im Lager lassen, ne? Das ist immer so eine Sache. Ich weiß nicht, wie die Preise sich entwickeln. Normalerweise die Preise. Weltmarkt ist so eine Sache, ne? Das ist ja überall ist irgendwo eine Ernte und so, ne? Da wird in dem Sinne gar nicht mal so extrem stark fallen oder steigen. Da muss schon irgendwo ein Spekulant dabei sein und die Erträge zurückhält, ne? Also den Preis künstlich nach oben treiben. Und da sind wir ja viel zu klein zu. Das sind eher die großen Player anscheinend. Was ich USA. Aus eher der Preis für Weizen, den die spekulieren. So, da kommt nichts raus, da hat man noch dieses Geräusch. Weiß ich ja nicht, ob der Trigger mal in dem Fall ist, ne? F1 und Tendenz steigen, ja, das ist logisch. Ich arbeite ja auch, ne? So, was haben wir hier Schönes? Hafen haben wir schon schön ansehen. Level 6. Ah, Level 6. Das ist auch noch da. So, mal gucken wir hier. Karte, Aufgaben, Quest, Kalender. Wetter ist nicht mehr so entscheidend. Hier war es zu sehen. Sommerrocken. Getreideverkauf. Und mehr noch nicht. Gucken wir. Der Abladebunker immer drinne. Ach so, hier beim Lohner kann man auch noch was einlagern. Hoch Silo 2. Ach, das stimmt, die Silage. Das will ich weg haben, aber anscheinend ist damit nicht zusammenhängt. Das Rohr ist ganz schön klein, also das ist nicht ideal. Na, hier schon mal 99,8.
18.999,8. Das ist auch ein guter Wert. Auf geht's zum Händler. Zum Hafen. Haben wir nur einen Händler hier mit Hafen? Nein, das ist auch nur wenig, ne? Haben wir nur einen Händler? Das ist doch blöd. Werkstatt. Mal gucken, hier besitzt es klar. Oh, ich werde müde. Fahrzeuge. Ich habe noch keine Mods drauf. Ah, hier. Kredite, da habe ich auch überlegt gehabt. Aber Kredite ist. Wir könnten theoretisch Methanerzeugung Geld bekommen. Hohnträger Rinder. Fahrzeugkauf, Felderkauf, Tierkauf, Getreideankauf, Düngerankauf. Dünger haben schon gekauft, recht viel. Ja, ich sehe nur keinen Händler da, ne? Nur der Hafen, ne? Oder wisst ihr was? Nistle ich schon? Ne, ist ja schön. Also ich kann aktuell keinen Zweithändler entdecken. Anscheinend haben wir nur den Hafen. Ist ja eigentlich auch logisch, ne? Eine Mühle ist hier keine. Doch, eine Mühle ist schon da. Und verkauft hat er keine gesehen, ne? Müsste mal hochfahren, ne? Wo ist die Mühle? So. Karte. Ne, hier. Bank ist gut. Das sind die ganzen unsere eigenen Lager. Das ist hier Händler Genossenschaft. Da kann man kaufen. Hafen Ballenhändler. Hafen Getreidehändler. Hafen Güllehändler. Hafen Silagehändler. Hafen Wasserhändler, Klärwerk Schlamm, Tankstelle Diesel 1,12 und Tierhändler. Okay, wir haben keinen. Wir haben keinen. Wir haben nur einen Händler, das ist ungünstig. Schlecht für den Markt. Verkauf. Ist leider so. Ja, mal schauen. Also Fell kaufen wollte ich schon noch. Und dann bräuchten wir noch Geld für den Anhänger und Geld fürs Dünger und Saatgut. Also andere haben wir. Ein bisschen Tacken müssen wir sicher auch noch. Aber Traktor wird auch nicht reichen. Da müssten wir schon 70.000. Wir haben schon ein bisschen was ausgegeben. Pro Hänger haben wir gekriegt, verkauft. Nee, Traktor wird knapp. Auch wenn wir den Hänger was bekommen haben und praktisch den Hänger praktisch fast gratis gekriegt haben. Also das hat ja sie gratis. Im Grunde haben wir getauscht 1:1 fast, ne? Ich musste ein bisschen zuzahlen. Nicht viel, aber ein bisschen schon. Also hängertechnisch haben wir keine Größen, keine Mehrausgaben. Müssen wir noch 70.000 bekommen. Gesamt. Hänger kaufen wird dann nichts. Dann ist schon wieder so um die 24.000. Ne? Das wird ja jetzt. Muss ich schauen. Fällt um die, glaube ich, 50.000. Das kostet ungefähr. Ja, mal schauen. Wasser kaufen? Nö.
gesagt, Tiere, da muss man mal schauen. Da brauchen wir etliche Fahrzeuge für, ne? Da wäre schon ein Fahrzeug, in Anführungszeichen, den wir auch einen Radlader bedienen könnten, ne? Soll ich das kann, weiß ich nicht, glaube ich eher nicht. Ach, da juckt. Oh, ich sehe schon, die Zeit ist abgelaufen für heute. Gestern mal ein bisschen länger, heute mal ein bisschen, naja, standardmäßig. Und schon mal, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Dann sagt mal tschüss, ciao, ciao. Ja. Morgen geht's hier weiter. Hier bei Kettle und Kops wird Getreide verkauft. Morgen. Und dickes Dankeschön fürs Reinschauen. Tschüss. Das mache ich aus.